und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Unboxing und ihr seht mich strahlen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und zwar darf ich euch eine neue Kooperation vorstellen. Und zwar von Picassant Deutschland Diamond Painting. Ich freue mich einfach aufgrund dessen, weil ich die Seite schon öfter mal besucht habe und geguckt habe und immer überlegt habe, aber wie gesagt, da werde ich euch gleich noch genaueres erzählen. Auf jeden Fall freue ich mich mega. Ich habe mir ein Motiv aussuchen dürfen, beziehungsweise es ist nicht nur ein Motiv, was ich euch vorstellen werde, sondern zwei. Wieso, weshalb, warum, werde ich aber euch gleich noch erzählen. Das war Zufall, dass das alles so ein bisschen parallel gelaufen ist. Aber wie gesagt, dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ich nehme euch jetzt erstmal an das andere Stativ und ich bin selber schon gespannt und freue mich einfach. Ich freue mich. Bis gleich. So, ja, ihr seht es, zwei Umschläge. Und zwar, hier drin ist das Motiv, was ich mir aussuchen durfte, was ich euch heute vorstelle. Und hier ist was drin, was ich vorab mir schon geholt habe, auch von Picassant Deutschland, weil, ja, ich habe schon längere Zeit geliebäugelt mit den Motiven. Die haben ja lizenzierte Künstlerbilder und richtig schöne Motive und wirklich Motive, die mich jedes Mal angesprochen haben. Und ich habe jedes Mal gedacht, so machst du es nicht. Und das Witzige ist, oder das Gute ist, als ich dieses hier bestellt habe, es gab oder gibt immer wieder mal so Gratisbilder, also so Testbilder, wo ihr mal ausprobieren könnt, wie die Qualität ist, wie die Leinwand ist. Also im kleinen Format, was ich richtig schön finde, dass man dann immer die Chance erstmal hat, sich das genauer anzugucken. Und deswegen habe ich mir das hier bestellt und dann kam, wie gesagt, die Nachricht, dass ich euch ein Motiv vorstellen darf und das ist hier drin. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch, den zeige ich euch am Ende des Videos. Ich freue mich einfach und ich denke aber, wir fangen ruhig mit dem Motiv an, welches ich mir ausgesucht habe, euch das vorzustellen und danach das, was ich noch geholt habe. Ich weiß, ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, war totaler Zufall, aber ich bin total happy und freue mich einfach. So, und wie gesagt, bevor ich jetzt hier ganz groß das rätselhafte Reden anfange, fangen wir jetzt einfach mal an. Ich bin schon richtig gespannt. Ich muss mal gucken. Da machen wir den Umschlag auf. Ich finde das erstmal schön, dieser schöne, stabile Umschlag, in den das gekommen ist. So, das Gute ist, hier brauche ich kein Cuttermesser für. Da haben wir es schon mal. Ich drehe das erstmal nochmal um. Mach den Karton mal eben zur Seite. Den brauchen wir nämlich jetzt nicht. So, hier haben wir das. Und was ich sehe, sieht schon richtig gut aus, weil es ist eine richtig schöne, flauschige Leinwand. Und wie gesagt, es sind lizenzierte Künstlerbilder. Oh mein Gott, ist die weich. Die ist wirklich weich. Das ist nicht untertrieben. Die ist richtig kuschelig weich. Und jetzt räumen wir das mal auf. Das Bild hat jetzt ein Maß von 20 x 20 cm. Und zwar habe ich mir das Motiv ausgesucht. Ich muss mal gucken. Irgendwo hatte ich das nämlich schon gelesen, wie es heißt. Moment. Genau. Sweet Kiss Lips mit bunten Lippen und einer Erdbeere. Könnt ihr, glaube ich, schon richtig gut erkennen. Und wisst ihr was? Es ist, obwohl das Motiv, also das Bild nur 20 x 20 cm ist, sieht das Motiv sehr gut aus, weil man darf ja nie vergessen, ne, eigentlich umso größer man ein Motiv auswählt, umso mehr ist zu erkennen. Aber dieses Bild passt auch in 20 x 20 und das sieht schon richtig schön aus, was ich hier sehe. Ich nehme euch gleich auch nochmal direkt an die Hand und wisst ihr was? Es sind, ohne Witz, es sind 48 Farben. Wow, 48 Farben. Auf ein Motiv von 20 x 20. Das ist eine Hausnummer. Also das ist wirklich eine Hausnummer. Und ich bin wirklich schon richtig gespannt, wie es aussehen wird, wenn ich das fertig painte. Ich nehme euch natürlich mit beim Painten. Und ja, es gefällt mir. Es sieht richtig schön aus. Wie gesagt, die Leinwand, die ist richtig schön weich, ne, und legt sich natürlich dadurch sehr schön glatt. Ist gegossener Kleber. Und ihr habt auf beiden Seiten eine Legende auf der Leinwand, was ich super finde, weil die meisten, die mir schon länger folgen, wissen das ja. Ich klebe mir immer gerne diese Kante ab mit Washi-Tape, weil ich halt, ne, sonst gerne dran kleben bleibe. Und die Kante wird dann irgendwann auch bei mir schmutzig. Und deswegen klebe ich mir das immer sehr, sehr gerne ab. Und deswegen finde ich das immer super, wenn man auf beiden Seiten jeweils eine Legende hat,
Denn dann habt ihr die Möglichkeit, egal ob ihr Washi-Tape benutzt oder nicht, ihr könnt auf jeden Fall die Symbole und die Nummer noch super erkennen. Das finde ich immer sehr, sehr praktisch. Bei dem Motiv handelt es sich um ein lizenziertes Künstlerbild und zwar von Patrice Musiano. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und mir gefällt es richtig gut. Normalerweise wäre das nicht so mein Stil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat dieses Motiv aber trotzdem angesprochen, weil einmal die Lippen so schön in Regenbogenfarben sind, ne? Die Erdbeere, es hat was, es hat wirklich was. Und ich bin natürlich genau gespannt, wie es dann im fertigen Zustand aussieht. Und ich hätte niemals erwartet, dass das wirklich 48 Farben hat. Wow. Also das ist wow dafür, dass es wie gesagt nur 20 mal 20 ist. Und natürlich ist es schön, dass es mehrere Farben hat, weil umso mehr kommt ein Motiv auch schön hervor. Also ihr habt da nicht so einen platten Druck, sage ich jetzt mal, sondern dadurch, dass mehrere Farben sind, habt ihr mehrere Facetten und umso strahlender wird ein Motiv. Und da bin ich natürlich richtig gespannt, wie es dann im fertigen Zustand aussehen wird. Die Leinwand ist abgesteppt. Ich nehme euch mal ein bisschen dichter ran. So, die Leinwand ist abgesteppt, was schön ist. Richtig schön glatt, wie ihr seht. Also ich habe da nichts großartig gemacht. Man hat natürlich auch den Vorteil, sollte das mal ein bisschen länger dauern, könnt ihr eine Leinwand mit gegossenem Kleber auch mal auf längs drehen und dann wieder glatt legen. Allerdings bitte nur bei Leinwänden, wo ihr gegossenen Kleber habt, nicht mit doppelseitiger Klebefolie, weil doppelseitige Klebefolie, ja, die gibt es heute immer noch. Nicht mehr viel, aber einige bieten es leider immer noch an. Löst sich sonst die doppelseitige Klebefolie? Das ist hier nicht der Fall. Ihr habt hier wirklich vernünftigen, robusten, gegossenen Kleber. Und ich liebe gegossenen Kleber, weil der hält wirklich so viel aus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, also das Motiv, wie gesagt, das gefällt mir super. Ich nehme euch, wie gesagt, nachher nochmal an die Hand und zeigt euch das vom Nahen. Irgendwie habe ich hier noch Wachs. Außerdem mit dabei ist ein Toolkit in einer praktischen Zipptüte. Ich liebe diese Zipptüten, weil man die immer noch mal für was anderes verwenden kann. Innen drinne haben wir, ich muss mal gucken, dass ich das jetzt hier rausbekomme, ein richtig schönes Starter-Toolkit. Huch, ich habe gerade was runtergeschmissen. Einen Moment. So, jetzt haben wir es. Und zwar habt ihr dabei einen Standardstift mit Squishy. Den könnt ihr hier rüberschieben und dann habt ihr eine Verdickung im Stift. Das heißt, ihr habt nicht nur den dünnen Stift, ne, ihr könnt den hier drüber machen. Und dann könnt ihr mit diesem Stift angenehmer painten. Dann haben wir zusätzlich noch einen Aufsatz. Und zwar müsste das, glaube ich, der Vierer sein. Vierer oder Fünfer? Ich weiß jetzt. Ach nee, Vierer. Siehst du, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ist ein Vierer. Schön schmal. Ich mag diese schmalen Aufsätze, weil da sind die Steinchen, also mit denen painte ich am liebsten als mit diesen ganz breiten. Und das Wachs bleibt auch super hier immer drin. Außerdem habt ihr ein Wachsplättchen in der praktischen Dose. Dann habt ihr noch einen 7er Aufsatz. Den hier auch schön schmal. Eine richtig schöne Pinzette. Die ist wirklich richtig, richtig schön. Das sind nämlich die richtigen stabilen aus Metall. Und da müsst ihr aber aufpassen. Die sind sehr spitz. Aber ich liebe diese Pinzetten. Also die sind wirklich wow. Über die gibt es nichts. Mit denen kann man sogar auch super painten. Also es gibt ja einige, die nehmen die Stifte nicht, sondern die painten direkt mit der Pinzette. Und da sind die richtig super. Ne? Und ihr seht auch, was für eine schöne Spannung die haben. Also die sind wow. Die sind, ich liebe die. Ich liebe die, ich liebe die. Ich kann die wirklich euch nur ans Herz legen, diese Pinzetten, die sind wirklich super. Und eins meiner geliebten Schiffchen, ich arbeite super gerne mit diesen Schiffchen. Und zwar sind das die weißen mit dem Schnabel. Denn hier habt ihr eine praktische Schütte schon mit dabei. Und könnt die Steinchen, egal ob in Tüten, also in Zipptüten oder in Dosen, wieder praktisch umfüllen. Die sind richtig schön. Das ist das Standard-Toolkit. Das hier, das ist das Starter-Toolkit, was hierbei ist. Richtig super. Packt mal erstmal alles wieder ein. So. Und dann haben wir hier die Steinchen. Und zwar sind das Harzsteinchen. Woran man das erkennt, das sieht man immer gut auf der Rückseite. Acrylsteinchen haben hinten immer ein kleines Löchlein. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, die Acrylsteinchen haben sich jetzt in der Zeit, wo ich das Painten angefangen hatte, oder in der Zeit, wo ich painte,
schon um Welten verbessert, aber Hartsteinchen sind halt immer noch so das Nonplusultra, kann man sagen, von der Qualität der Steinchen. Ich bin eigentlich so einer, ich painte mit beiden. Für mich ist halt wirklich wichtig, dass die Verarbeitung der Steinchen stimmt, sprich, dass sie ordentlich sauber gegossen sind. Hat man bei Hartsteinchen natürlich mehr wie bei Acrylsteinchen. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich. Das sind wirklich eine ganze Menge Steinchen. Denn wenn man die so in der Hand hält, denkt man so, wow. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier den Anfang so ein bisschen habe. Das sind, glaube ich, mehrere Stränge. Ich werde das nie wieder so ordentlich reinbekommen, wie ich das rausgenommen habe. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Das Schöne ist bei diesen Bildern, ihr habt auch Sondersteinchen dabei, und zwar ABs. Und ihr wisst ja, ich habe mich, seitdem ich das erste Bild vor einer Weile mal gepaintet hatte, mit ABs, ich bin total verschossen in ABs, weil die geben nochmal zusätzliche Tiefen in ein Bild, diese ABs. Also da habt ihr wirklich schöne Tiefenoptik und das ist wow. Also wenn ihr einmal mit ABs gearbeitet habt, glaubt mir, ihr wollt nichts anderes mehr tun, als wie mit ABs arbeiten. Ich gucke jetzt mal gerade. Ich fange, glaube ich, ist egal, wie ich anfange. Ich glaube ja. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Farben. Also, wie gesagt, es sind 48 Farben. Mag man gar nicht glauben, wenn man das Bild sieht. Hier sind die Steinchen. Und wie gesagt, es sind Hartsteinchen. Das könnt ihr richtig schön sehen. Und die schimmern richtig auch gut. Also sind von der Oberfläche richtig schön verarbeitet, was ich sehen kann. Das ist hier so ein Türkis, verschiedene Grüntöne, ein schönes Orange, helles Gelb. Das ist gleich zweimal genau, da brauchen wir nämlich ein bisschen mehr von. Hier haben wir die AB-Steine, einmal so ein Rosa. Hier ist das Rosa. Dann ein helles Grün. Und die sind richtig schön am Schimmern. Also AB-Steinchen sind fluoreszierende Steinchen. Ich sage immer, die schimmern so wie die Nordlichter am Himmel. Und bringen, wie gesagt, in euren Bildern schöne Tiefe mit rein. Also die sind wow. Also wenn die drin sind, dass die Bilder kommen so schön zur Geltung. Das macht richtig Spaß. Das sind die ABs. Dann haben wir hier so ein Rot, so ein Rosaton, lila, so ein ganz helles Blau, Grau, Braun, das müsste, ja genau, das müsste schwarz sein, noch einen anderen Grauton. Also ihr seht verschiedene Grautonfacetten, also verschiedene Grautöne. Hellblau und die Steinchen sind richtig schön. Oh, das ist ein schönes Grün. Das gefällt mir. Verschiedene Rosatöne. Schönes Grün. Nochmal Orange. Gelb. So ein Weiß. Also man hat hier wirklich eine große Palette an verschiedenen Farbtönen. So blau, hier ist auch noch mal so ein Türkis, Pink, Grau und die gefallen mir richtig schön gut, die Steinchen, die sehen richtig schön aus. Ist schon eine Weile her, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mit Hartsteinchen gepaintet habe. Die meisten Bilder, die ich sonst hatte oder euch vorgestellt haben, waren oder sind überwiegend Acryl. Natürlich freue ich mich natürlich ein bisschen. Wie gesagt, ich painte gerne mit beiden Sorten, also da habe ich kein Problem. Wichtig ist halt wirklich, dass die Steinchen vernünftig verarbeitet sind. Trotzdem ist es so ein bisschen was Besonderes, wenn man eine ganze Weile nicht mit Harz gearbeitet hat, dann wieder mit Harz zu arbeiten. Das sind die Steine. Wir gucken auch gleich mal zusammen, wo die AB-Steinchen drin sind. Muss man jetzt nur gucken. Ich die beiden Sachen, anderen Sachen hier schon verpacke gleich. Einmal und zweimal. Ich sag ja, ich und einpacken. Also das, ich glaube, so müsste das passen. Es wird laut. Genau. So.
Dann haben wir die Steinchen und dann nehme ich euch mal an die Hand und gucken uns das Motiv mal auch von nahen an. So, hier seht ihr das Ganze unter Druck. Der ist wirklich richtig schön scharf, seht ihr das? Aber richtig schön scharf. Also das ist auch so ein Motiv, das könnte man wirklich ohne LED-Pad painten. Das sieht richtig gut aus. Ich bin ja so ein Mensch, ich painte generell mit LED-Pad. Ja, alte Augen, ne? Nein, und man hält auch länger durch. Also ja, es mag am Alter liegen, ne? Dass man dann irgendwann das Gefühl hat, so, so ein paar Helferlein tun gut. Und das entlastet, wie gesagt, auch so ein bisschen die Augen, wenn man mit LED-Pad arbeitet. Weil ich bin auch so ein Mensch, ich painte dann nicht nur eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern teilweise sehr lange. Und man merkt es dann doch, wenn man da immer so ein bisschen auf kleinere Symbole sich fokussiert, dass das die Augen ein bisschen anstrengt. Ne? Aber wie gesagt, der Druck, der ist richtig schön. Und da ist der Mund mit den Lippen, alles schön bunt. Das Schöne bei dem Motiv ist einfach, ne, ihr habt den Hauptfokus hier auf den Lippen mit der Erdbeere und der Hintergrund, der ist nicht schneeweiß, sondern dieses weiß-gelbe mit. Ich muss mal eben gucken. Das ist die Numero 38. Die Nummer ist die 3865. Jetzt muss man eben gucken. 38, 65, das ist und genau, das ist das Dreieck, habe ich mir schon fast gedacht. Ne? Also hier habt ihr so dieses Gelb, das ganz zarte. Das finde ich richtig schön, ne? Dass es nicht einfach nur weiß ist. Und dadurch setzt es ja auch noch ein paar Akzente. Und wie gesagt, da ist der Mund. Das gefällt mir. Ich bin wirklich gespannt, wie sich dieses Motiv macht, wenn es fertig ist. Und jetzt gucken wir mal wegen den AB-Steinen. Wie gesagt, hier sind drei Stück bei. Einmal ein Weiß, einmal ein Grün und einmal dieses Rosa. Und da gucken wir jetzt mal. Das sind nämlich die untersten. Einmal das Rosa suchen wir mal raus. Und das ist das L. Das ist hier. Da. Das wird so richtig schön schimmern, ne? So wie bei dem richtigen Lippenstiftmund. Hier oben. Auch bei der Erdbeere, da und da, haben wir die AB-Steine mit drin. Dann haben wir die 907, das Grün, das ist die 3. Die ist ebenfalls hier oben in den Lippen mit drin, da und hier und dort. Und auch hier vorne mit bei, in dem Bereich. Und dann haben wir noch die 5200, das ist das Weiß, das ist dieser Haken, der ist, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir dich denn? Ah, hier, da wo die Zähne sind, da ist er mit drin, da und da und da. Und auch hier oben in der Lippe, da. Und in der Erdbeere, da jeweils. Da bin ich wirklich, ich bin gespannt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich bin wirklich gespannt. Und hier seht ihr nochmal, Moment, jetzt hänge ich hier fester. Und hier seht ihr nochmal das Motiv von weiter weg. Das gefällt mir richtig gut. Und hier vorne haben wir auch nochmal als Vordruck das Bild. Das finde ich zum Beispiel auch super, dass man auf diesen kleinen Tüten auch nochmal so einen Vordruck hat. Da seht ihr das, ne? Und alles, was so schimmert, da sind auch die ABs drin verarbeitet. Also dann habt ihr wirklich einen richtig schönen Effekt. So sieht das Ganze aus. Und ich zeige euch jetzt nochmal die Klebekraft. Ihr seht, ne? Es haftet richtig, richtig gut. Das gefällt mir. Hier vorne ist jetzt eine leichte Welle drin in der Leinwand, was aber nicht weiter schlimm ist, weil das ist halt der Vorteil, wenn ihr gegossenen Kleber habt, der kann wirklich einiges haben. Also bei doppelseitiger Klebefolie sehe das schon anders aus, aber ihr habt wirklich einen robusten Kleber beim gegossenen Kleber
Und deswegen, wie gesagt, liebe ich gegossenen Kleber. Da geht nichts schief. Das ist erstmal das eine Motiv, was ich mir ausgesucht habe, was ich euch auch vorstellen wollte. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Motiv, was ich mir vorab schon bestellt habe, weil ich, wie gesagt, schon länger mit Cassant Deutschland geliebäugelt habe, weil die wirklich Motive haben, wo ich dachte, so, die haben eine Schneeeule zum Beispiel, dann haben sie Motive mit Füchsen. Ich liebe ja Füchse. Und noch andere wunderschöne Motive. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mir schon mal eins hole oder nicht. Und dann habe ich per Zufall halt dieses Angebot gesehen auf Instagram, dass man halt sich so, ja, die Gratisbild, also ein Gratisbild kaufen kann, wo man nur die Versandkosten bezahlt, um es mal auszuprobieren. Und das hat sich halt mit dem hier überschnitten. total witzig. Und deswegen habe ich mir nämlich das auch schon mal geholt. Und das zeige ich euch gleich. Ich mache das mal eben alles hier wieder verpacken. Wie gesagt, ich nehme euch mit beim Painten. Jetzt sind ja Osterferien. Und da werde ich das mit euch zusammen anfangen und auch fertig machen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich fange auf jeden Fall das mit den Lippen an. Weil, wie gesagt, dieses Motiv ist für mich mal was ganz was anderes. Ihr kennt ja so meine Motive, die ich sonst habe. Und das ist so ein bisschen mehr moderne Kunst. Erinnert mich so an früher, da gab es mal einen Fotografen, der hat auch so Poster gemacht, in dem Stil. Die gab es dann überall zu kaufen. Und mich hat das halt angesprochen, weil es wirklich so ein bisschen bunt ist, ne? Was, ja. Von den Farben her so ein Regenbogen. Gibt es auch in größer übrigens. Also das ist jetzt 20x20 und es gibt das auch in, jetzt kann ich mal gucken, warte mal, in 40x40. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, so ein kleines Bild ist ein super Einstiegsbild. Also für die, die noch nicht painten oder noch nicht lange painten und sich erstmal nur an kleinere Motive rantrauen, sind die Größen optimal und das Motiv passt in der Größe. Ne? Ihr habt das nicht immer. Also es gibt auch Bilder, die oder Motive, die sollte man wirklich groß nehmen. Aber dieses Motiv passt super in diesem Format. Und ich denke mal, das wird auch super zur Geltung kommen. Das ist nämlich nicht immer so. Also das ist wirklich Glückssache, dass ihr das mal habt. Und das ist hier wirklich perfekt. Ein Motiv, was in klein wie als auch in groß super zur Geltung kommt. So, das ist das Erste. Und jetzt mache ich mal das Zweite mit euch auf. Muss mal gucken, wie ich das jetzt am besten öffne, ohne mir in die Finger zu schneiden. Ich bin ja so talentiert da drin, ne? Aber ihr wollt kein Blut sehen und ich will jetzt auch kein Blut sehen. Also versuchen wir das zu vermeiden. War das Messer das letzte Mal nicht noch scharf? Eigentlich schon, ne? Oder ich stelle mich einfach ein bisschen dümmlich an gerade. So, na, nun komm. So ist prima. Auf ist es. Bei diesem Bild handelt es sich auch um ein lizenziertes Künstlerbild. Hier ist das Gute. Habe ich alles raus? Eigentlich müsste ich alles raus haben. Eigentlich schon, ne? Genau. Das ist der Lieferschein, den brauchen wir jetzt nicht. Und zwar habe ich mir noch das Baby-Eisbären-Bild mir da ausgesucht. Wie gesagt, habe ich auf Instagram gesehen, unter einem Beitrag, wo dann halt steht, das ist wie so ein Testbild, ne? Und ich fand diesen Bären total süß. Und dann kam halt die Sache, dass ich mir ein Bild aussuchen darf, euch das vorzustellen. Ja, das war Zufall. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Und wie gesagt, ich freue mich mega, dass ich das kann. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Hä? Achso, das haben die hier oben zugeschweißt. Ich wollte gerade sagen, warum finde ich jetzt hier keine Öffnung? Jetzt ist es offen. Dieses Bild ist jetzt 20 mal 15 cm, also ein bisschen kleiner. Bekommt ihr allerdings auch bei Picasso in 40 mal 50, also auch in groß. Auch hier ist wieder die richtig schöne flauschige Leinwand. Und hier ist das Motiv. Och, ist das süß.
Das ist richtig süß. Und obwohl dieses Maß klein ist, kommt das Bild richtig schön zur Geltung. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir richtig gut. Ich will mal eben was gucken. Bei dem Hersteller ist es auch so, ihr habt wirklich das Maß, also das Motiv ist halt 15x20, die Leinwand ist größer. Das sage ich deswegen, weil das nicht immer überall der Fall ist. Es gibt unterschiedliche Hersteller, aber bei den Herstellern ist es wirklich so, ihr habt ein Motiv, das ist 15x20 und die Leinwand ist ein bisschen größer. Ne? Aber der Bär ist süß. Der Eisbär ist richtig knuffig. Richtig putzig. Der gefällt mir richtig gut. Ich mache jetzt mal folgendermaßen, das, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Aber wie gesagt, macht das bitte. Bitte, 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 bitte. Nur bei Leinwände mit gegossenem Kleber und nicht bei Bildern mit doppelseitiger Klebefolie, die auch heute noch verarbeitet wird, hin und wieder. Auch bei der Leinwand haben wir auf beide Seiten die Legende. Wie gesagt, ich bin total Fan von, weil ich den Rand halt sehr gerne mit Washi-Tape abklebe. Und somit kann man trotzdem halt sehen, ne, die Symbole und die jeweiligen Farben zuordnen. Dieses Bild hat jetzt 18 verschiedene Farben. Es ist aber auch darum deswegen der Fall, weil es halt sehr blau-grau gehalten ist. Es ist halt ein Eisbärenbild. Und auch dieser Eisbär, wie gesagt, ist von einem Künstler. Und zwar ist das von Zenja Gamma. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gamma oder Gemma? Gamma. Ich glaube Gamma. Zenja Gamma. Total süß. Und die hat auch noch weitere andere Bilder bei Picasso Deutschland. Aber ich fand diesen Eisbär, der guckt einfach so toll, guckt so richtig trollig. Ich zeige euch mal das Vorschaubild, dann seht ihr das, ne? Hier ist er. Und auch hier habe ich das Gefühl, auch obwohl es ein kleines Maß ist, wird dieses Motiv richtig schön hervorkommen. Und auch dieses Bild werde ich mit euch zusammen painten. Ich werde erst dieses hier machen mit euch, weil da bin ich schon richtig gespannt, wie das fertig aussehen wird. Weil das ist ein Motiv, was ich so an sich noch nicht hatte. Ne, mal was ganz was anderes. Und dann werde ich das andere mit euch zusammen painten. Es sind ja, wie gesagt, jetzt Ferien und dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, mit euch das aufzunehmen. Und ich freue mich schon richtig. Das sind richtig süße Bilder. Und so kleine Bilder so zwischendurch, das macht auch immer Spaß, finde ich. Naja, es muss ja nicht immer riesengroß sein. Es sind dann auch manchmal diese kleinen Snackbilder für zwischendurch. Um halt mal wieder so ein bisschen, ne, weil diese großen Bilder, die halten auch ein bisschen auf. Das muss man ganz ehrlich sagen. Umso größer ihr natürlich ein Bild habt, umso länger sitzt man dran. Ich finde das immer witzig. Auf Facebook sind das teilweise, da habe ich immer das Gefühl, das soll wie so eine Art Wettbewerb. Oh, ich habe nur so und so viel lang gebraucht und ich weiß es nicht. Es soll ja Spaß machen. Es artet ja dann schon in einen Krampf aus, wenn dann irgendjemand kommt, oh, ich habe es innerhalb von 2 Tagen geschafft, wo ich denke, hallo Leute, dieses Hobby, das sollt ihr doch genießen. Ihr sollt runterkommen, ihr sollt Spaß haben. Ich genieße es. Für mich ist das wirklich so, wie das Sticken auch von diesem Alltagsstress oder halt auch, weil, wie gesagt, die meisten von euch, die mir länger folgen, wissen das ja, dass ich eine Neurodivergenz habe, ADHS. Und für mich ist das wirklich so durchatmen. Vom ganzen Körper her, auch vom Kopf her, dass ich runterfahren kann und einfach mal so ein bisschen abschalten kann. Weil man muss sich das so vorstellen bei mir, ich habe immer Dauerlärm im Kopf. Also meine Gedanken sind immer da und es sind laute Gedanken und es ist nie ruhig in meinem Kopf. Nie. Es ist immer mega anstrengend, sage ich. Und hier habe ich wirklich die Chance, runterzufahren, einfach nur mich auf das Bild zu fokussieren, zu konzentrieren und so ein bisschen so, ne, ist wie Yoga. Für mich. Also das holt mich sowas von runter und ich kann auch nachts super schlafen danach, weil ich dann wirklich meinen Kopf müde gearbeitet habe. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen traurig, wenn man dann so Wettbewerbe sieht, Wettbewerbe oder wenn Leute daraus einen Wettbewerb machen, oh, ich habe nur so lange gebraucht und das nächste Bild und das nächste Bild. Wie so ein Marathon, ne? Immer durchziehen, durchziehen, durchziehen. Leute, das soll doch Spaß machen. Ihr wollt euch doch entspannen und das nicht durchziehen wie so ein Marathon. Es geht ja hier nicht um das Wettbewerb, wer schafft wie viele Bilder wann und wer hat die meisten Bilder geschafft, sondern es soll so eine Art richtig schöne Entspannung sein. Und das ist so der Sinn eigentlich von Diamond Painting. Und deswegen habe ich mit Diamond Painting auch angefangen. Ganz früh habe ich mal nach Zahlen gemacht. Irgendwann bin ich dann aus Puzzeln übergegangen. Und dann habe ich irgendwann jetzt mal Diamond Painting entdeckt und gedacht, wow, das willst du mal ausprobieren, weil es ja so ähnlich ist wie Malen nach Zahlen. Ich liebe es und Sticken. Ist ja auch, man kann eigentlich wirklich sagen, alle Sachen sind in einem Bereich. Ne? Das hat was von Puzzeln und von Malen nach Zahlen.
Und man muss sich wirklich fokussieren, konzentrieren, ne, filigran arbeiten. Das macht Spaß. Ich liebe es. Auch hier ist dieses Toolkit mit dabei. Und dieses Toolkit ist wirklich ein Traum. In der praktischen Tüte, wie gesagt. Ne, ich zeige euch das jetzt nochmal. Einmal diese richtig gute Pinzette. Aber richtig gute Pinzette. Nur Achtung, spitz. Dann ein Döschen, wo ihr euer Wachs drin habt. Ich finde diese Dosen super, weil hier ist das Wachs drin geschützt. Es trocknet euch nicht aus. Finde ich richtig klasse. Dann den Stift, der hier drin ist, mit der Standardspitze. Den Swishy, den ihr drüber ziehen könnt. Dann wird der Stift nämlich, ne, besser zum Greifen. Und ihr habt zwei größere Aufsetzer. Und zwar einmal den 7er und einmal den 4er, wo ihr mehr Steinchen auf einmal painten könnt. Für die, die noch nicht so lange painten, es ist eine Übungssache. Also ich höre immer wieder von Leuten, oh ja, das ist so frieselig. Und wenn es dann auch noch eckige Steine sind, einfach Geduld haben. Einfach üben. Wie gesagt, es ist kein Wettbewerb und man lernt durch Üben und durch Üben lernt man halt auch die eckigen Steinchen zu setzen, weil viele trauen sich da nicht ran, weil sie dann meinen, das wird alles nur krumm und schief und keine Ahnung was. Ich liebe eckige Steinchen. Hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Hier sind auch eckige Steinchen, weil ihr habt dann durch ein volleres Bild. Also für mich rein optisch sind eckige Steinchen deswegen schön, weil das das Bild komplett macht. Ne? Ihr habt geringfügige Lücken, fast gar keine Lücken und bei runden Steinchen habt ihr natürlich automatisch größere Lücken. Bleibt ja nicht aus. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von eckigen Steinchen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe, als ich angefangen habe mit Diamond Painting, irgendwie bin ich so ein Extrem, mit den eckigen Steinchen angefangen. Statt mit runden. Viele sagen dann, oh ja, ne, mit rund fängt man an. Nee, ich wollte es dann anscheinend schon wissen und habe wirklich das erste Bild mit eckigen Steinchen gemacht. Und seitdem mag ich eckige Steinchen. Ich painte auch runde Steinchen zwischendurch, das ist nicht das Ding. Aber ich liebe eckige Steinchen, die machen das, wie gesagt, ein Bild einfach vollständiger. Und dieses Schiffchen, wie gesagt, ist auch mit dabei. Ich liebe diese weißen Schiffchen mit dem Schnabel. Das sind meine absoluten Favoriten von Schiffchen. Das mache ich erstmal hier alles wieder mit rein. Das ist das Starter-Toolkit. So, dann haben wir hier die Steinchen. Insgesamt 18 Stück. Alles so ein bisschen im Grauton, aber auch ein paar Farbnuancen mit drin. Muss mal gucken. Da gibt es auch, genau. Und auch bei diesem Motiv haben wir wieder ABs dabei. Und ich liebe ja ABs. Habe ich euch ja schon erzählt. Und ich hoffe mal, das Blöde Gemeine ist einfach in der Kamera, kommen die nicht so schön hervor, die ABs, so wie sie wirklich schimmern. Man kann es nur erahnen. Hier sind zwei AB-Farben mit dabei. Und zwar einmal so ein Weiß und einmal so ein richtig schönes Grau. Und das Grau ist so richtig schön am Schimmern. Ich sage ja, in der Kamera kann man das leider nicht sehen, wie schön diese Steine am Schimmern sind. Richtig schön. Und auch diese sind Harzsteinchen. Und zwar haben wir dann hier noch so ein leichtes Gelb, ein helles Blaugrün, Grau, verschiedene Blautöne und man sieht die Rückseite, ne? Man sieht so die Steinchen, die sehen richtig schön aus. Grautöne verschiedene, hier ist nochmal so ein Blauton. Hier sind noch ein bisschen die Farben, die ich meinte, ne? So ein Rosa. Richtig schöne Steinchen. Also was ich sehe, gefällt mir richtig gut. Da ist das Schwarz. Und nochmal so ein Apricot. Das sind die Farben. Wir gucken auch gleich nochmal zusammen, wo die AB-Steinchen verarbeitet sind. Hier seht ihr das Motiv nochmal und es kommt wirklich richtig schön zur Geltung, obwohl es nur, in Anführungsstrichen, nur 15 x 20 cm ist. Das hat man wirklich nicht oft. Weil es ist wirklich einfach so, das muss man so sagen, umso kleiner ihr Motiv habt, umso verpixelter kann ein Motiv werden. Und hier sieht man aber wirklich das, was man sehen möchte, ne? Den Eisbären und so ein bisschen den Hintergrund. Und ich kann mir vorstellen, also es sieht jetzt schon gut aus vom Vordruck her. Da bin ich schon richtig gespannt, wie es dann aussieht, wenn die Steinchen drauf sind. Und das ist einfach knuffig, ne? Hier habt ihr auch nochmal einen Vordruck vom Motiv.
Hier ist, wie gesagt, die Ellen-Skala und auf der anderen Seite ist sie auch nochmal. Richtig, richtig schön. Also außerdem habt ihr, und das finde ich praktisch, wenn ihr die Steinchen unabhängig von eurem Bild lagern wollt, hier steht die Bildernummer und die habt ihr natürlich auch nochmal hier auf den Tütchen mit drauf. Ne? Also dann habt ihr kein Problem, das woanders zu lagern. Und das Praktische ist, ihr habt hier auch nochmal das Maß von dem Bild drauf. Also wenn jemand zum Beispiel dieses Motiv in klein oder in groß hat, könnt ihr euch trotzdem nochmal orientieren, weil es natürlich ein gravierender Unterschied ist von der Steinchenmenge her, wie groß das Motiv jeweils ist. Und dann könnt ihr daran nochmal sehen, aha, das war jetzt das Bild für 15 mal 20, ne? Und das andere ist das Bild für 40 mal 50. Und so könnt ihr die Steinchen separat lagern und müsst das nicht zusammen in einer Tüte lagern. Ich bin schockverliebt in beiden Bildern. Hier seht ihr das andere nochmal. Und hier ist halt der Eisbär. Ich bin total schockverliebt. So, und jetzt gucken wir mal nochmal hier die Symbole. Und auch die sind richtig schön gedruckt. Ne, ihr habt auch nur eine minimale Umrandung von den Feldern. Also die sieht man wirklich nur beim genauen Hingucken. Und wie gesagt, die Symbole sind super zu erkennen. Die Leinwand schimmert übrigens ein bisschen, habe ich vorhin nicht erzählt, ne? Die ist richtig schön am Glitzern, was ich immer schön finde. Ich finde das, ja, man, es wird ja manchmal auch gefragt, warum so eine Leinwand glitzert. Das ist eigentlich nur eine Optik, es soll ja Spaß machen zu painten. Das macht natürlich richtig Spaß, wenn da so ein bisschen Glitzereffekt noch mit bei ist. Ich finde es immer noch schön. Und die Sachen, die Symbole kann man echt ohne LED-Pad super scharf erkennen. Hier ist auch kein Symbol, was dem anderen ähnelt. Egal, wo man guckt, ne? Egal bei den Grautönen hier, kann man es super auseinanderhalten. Einfach nur super Vordruck. Und hier habt ihr noch mal den Eisbären. Da ist er. Ne, hier ist noch mal die Rückseite von der Leinwand. Und hier könnt ihr die ebenfalls finden. Das Picasso Deutschland, Facebook und Instagram. Aber jetzt gucken wir mal, wo die ABs sind. Ne? Wie gesagt, wir haben zwei ABs und zwar einmal die 318 und die 5200. Wir gucken aber erstmal die 318. Das war dieses dunkle Grau. Da seht ihr das so ein bisschen schimmern. Seht ihr das? Und die haben wir, das sind diese vier Punkte. Und wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da sind sie. Und zwar hier ein bisschen im Eisbären verteilt, ne, da. Und hier unten. Da auch. Und hier an der Ecke, das sind einmal diese vier Punkte. Und dann haben wir noch die 5200, das ist dieser Haken, das war dieses Weiß. Das sind diese hier. Die haben wir, jetzt muss ich mal selber gucken. Ah, hier. Hier oben drauf. Da ist der Haken. Genau. Das soll wahrscheinlich dann so aussehen, dass die Sonne so ein bisschen drauf scheint und dadurch schimmert das Fell natürlich ein bisschen. Da bin ich gespannt, wie dieser Akzent nachher aussieht, wenn es fertig ist. Aber wie gesagt, man kann das Motiv super erkennen, man erkennt auch so, was es ist, ne, den kleinen Eisbären im Wasser. Der ist einfach nur richtig knuffig. So, das ist der Eisbär. Ihr könnt ja mal sagen, welches Motiv ihr am süßesten findet oder schönsten findet oder welches ihr euch aussuchen würdet. Ah, der ist richtig knuffig. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil das, wie gesagt, so modern ist. Und so einen Stil habe ich noch gar nicht gehabt. Das ist ja so eine Fotografie, übertragen auf Diamond Painting. Ich habe ja sonst immer so Zeichnungen und sowas alles. Und ja.
Da bin ich wirklich gespannt, wie das aussieht. Weil das andere mit Zeichnung und sowas, das kennt ihr ja schon von mir. Habe ich ja schon des Öfteren gepaintet. Ich habe auch noch ein paar Sachen im Vorrat. Ich muss mal gucken, kriege ich das jetzt hier so rein? Oder habe ich mich wieder mal maßlos verschätzt? Ne, ich habe mich natürlich verschätzt. Wie soll es auch anders sein? So. Und, ach hier. So macht man das. Dann passt das, glaube ich, am besten. Daran. Okay, genau. Das sind die Steinchen. Wie gesagt, das sind Hartsteinchen. Die Motive sind lizenzierte Künstlerbilder. Und die haben so eine große Auswahl an verschiedenen Motiven. Die kriegen auch immer wieder neue Motive rein. Im Sortiment. Und ich finde es wirklich praktisch, wenn man halt die Möglichkeit hat, wenn jemand zum Beispiel auch frisch dabei ist oder halt denkt so, naja, ich weiß nicht, ob Diamond Painting was für mich ist, dass man dann wirklich so die Chance hat, erstmal so, ne, ranzutasten und zu testen, ob das was für einen ist oder nicht, bevor man dann ein großes Motiv kauft. Warte mal, ach so, hier, das Wachs hat sich hier verschoben. Ich wunderte mich gerade, warum das nicht passt. Da muss ich mich natürlich nicht wundern, weil das kann ja nicht passen, ne? Wenn man das nicht vernünftig wieder zusammenwickelt, dann passt das auch nicht. Moment. Na, nun komm. Krieg ich dich rein? Doch, ich krieg dich rein. Siehste. Siehste, siehste, siehste. So, wie gesagt, das ist das Motiv, das hatte ich mir vorab gekauft, weil ich mal unbedingt ausprobieren wollte. Ich hatte vorher von Picassant Deutschland noch gar nichts gehabt. Hab mir die ganze Zeit das überlegt, machst du nicht, weil ja, ist einfach so. Ich gebe ganz ehrlich zu, man hat ja auch immer so seinen Vorrat, ne? Und ja. Ich bin halt so ein Mensch, ich überlege immer sehr viel, bevor ich was wo kaufe. Also ich bin so ein Überlegungsmensch und habe aber die ganze Zeit mit dieser großen, mit der Schneeäule geliebäugelt oder mit den Füchsen und habe aber immer gedacht, so ja, erstmal willst du es eigentlich austesten und dann habe ich gesehen, wow, ne? Man kann so ein Bild in klein testen. Also die zeigen das immer wieder auf Instagram. Da bekommt ihr dann immer. Unter den Beiträgen könnt ihr das immer sehen. Und da zeigen die immer so, ja, hier, dieses Motiv gibt es zurzeit als Testbild, wo ihr dann wirklich, wie gesagt, die Versandkosten bezahlt. Und das Bild könnt ihr dann ausprobieren. Natürlich nur im kleinen Format. Ne? Aber ich denke mal, für einen Einstieg ist das super. Und auch für Leute, die halt noch gar nicht mit Diamond Painting so wirklich involviert sind oder frisch dabei sind und sich noch nicht so wirklich an große Sachen dran trauen, ist das ein super Einstieg. Und ihr könnt ja sehen, selbst dieses Maß zeigen die Vordrucke jetzt schon, sehen super aus. Und ich denke mal, das wird nicht anders sein, wenn die Steinchen drauf sind. Ich freue mich schon, bin schon richtig gespannt, wie das Ganze im fertigen Zustand aussehen wird. Werde euch mitnehmen. Das fange ich zuerst mit euch an. Dann kommt das. Das juckt mir jetzt schon in den Fingern. Ich werde es aber heute nicht anfangen. Ich kenne mich, dann komme ich nicht mehr weg. Ja, das macht einfach zu viel Spaß und ich kenne mich einfach, ne? Ich finde dann auch keinen Halt. Das Bild, wie gesagt, ist 20x20. Das Bild ist 20x15. Ich werde euch beide Bilder unten verlinken. Und ich habe ja, wie gesagt, noch einen Rabattcode für euch. Und zwar mit SITFLO20 bekommt ihr 20% Rabatt auf eure Bestellung. Ich werde unten in der Videobeschreibung den Link nochmal reinsetzen. Dann werden die 20% automatisch bei eurem Einkauf abgezogen. Ich verlinke euch auch nochmal die Website und halt, wie gesagt, die Motive. Und schaut da gerne vorbei. Die haben wirklich eine große Auswahl an verschiedene Motive und richtig schöne Künstlerbilder. Richtig schöne. Von modernem Stil wie zu diesem hier, ne, mit diesen Tieren. Und ich freue mich. Also, die schöne Motive dabei. Wie gesagt, schaut sehr, sehr gern vorbei. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst mir doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Ich würde mich mega freuen. Aktiviert das kleine Glöckchen, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, auch zum Paint with Me. Bis dahin, tschüss, eure Wiebke.